Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um den Fall von Heike Kötting. Denn in diesem Fall ist der Prozess jetzt gestartet. Ich fasse den Fall nochmal kurz für euch zusammen. Ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, ein ausführliches. Und der Fall wurde auch als ausführlicher Filmfall bei Zeugnis Y dargestellt. Ende 1990 beginnt damals die Darstellung bei Aktenzeichen Y. Da ist Heike Kötting 28 Jahre alt und stand vor einem neuen Lebensabschnitt. Sie hatte sich gerade von ihrem Lebenspartner Rüdiger, so wurde er da genannt, getrennt. Denn die Beziehung klappte nicht mehr, da er beruflich viel unterwegs war. Heike Kötting arbeitete als Dekorateurin bei Karstadt. Und diesen Job machte sie schon seit 12 Jahren. Bei Aktenzeichen Y wurde dann dargestellt, dass das Geschäft damals an einem Platz in der Dortmunder Innenstadt lag. Dieser wurde die Platte genannt und war zur damaligen Zeit für seine Drogenszene berüchtigt. In der Darstellung holt an einem Nachmittag dann ihr Ex-Freund seine Sachen aus dem Haus und in der Darstellung ist er dazu im Keller. Und dabei fällt ihm auf, dass eine Tür im Keller nicht richtig schließt. Am Abend ist es schon dunkel und dann kommt Heike von der Arbeit zurück und findet in der Küche einen Zettel von ihrem Ex und liest diesen. Was dort draufsteht, wird allerdings in der Darstellung nicht erwähnt. Sie hatte übrigens dann 900 D-Mark in einen Küchenschrank gepackt, ich glaube in eine Zuckerdose oder ähnliches. Und diese 900 Mark sollte ihr Ex-Freund mitnehmen. Denn die Miete ging immer noch von seinem Konto ab und die beiden haben das dann wohl erstmal so belassen, dass das Geld von seinem Konto abgebucht wird. Und sie hat es ihm dann immer bar wiedergegeben oder überwiesen oder wie auch immer. Auf jeden Fall 900 Mark war dort für ihren Ex, dass dieser sich die mitnimmt. Ja, und diese kaputte Tür im Keller, die stammte dann auch wohl von einem Einbruch. Und bei diesem Einbruch wurden dann diese 900 D-Mark mitgenommen. Das ist Heike aber nicht aufgefallen, weil sie eben dachte, ihr Ex hat das mitgenommen. Ja, und dann kommt man auf diesen Zettel zu sprechen, den ihr Ex ihr da hingelegt hat. Und auf dem stand dann, dass die Tür im Keller kaputt ist. Und dann hat er noch den Schlüssel des Hauses wo daneben gelegt. Dann springt die Darstellung da auf den 9. Februar 91. Da sind Heike und der Vater im Keller, um diese Tür zu reparieren. Der Vater meint dann, dass Rüdiger wo die Tür zugefallen ist und dabei wäre das Schloss kaputt gegangen. Also ist ihnen immer noch nichts von einem Einbruch aufgefallen. Ja, der Vater repariert dann die Tür bzw. das Schloss. Heike geht einkaufen und kommt dann zurück und dann klingelt das Telefon. Am Telefon ist Rüdiger und er sagt dann, dass er gestern vergessen hat, das Geld, also diese 900 Mark mitzunehmen. Und da ist Heike erstmal so verwundert und sagt wie. Er sagt, deswegen will er jetzt die Tage nochmal vorbeikommen. Aber er hat ja jetzt keinen Schlüssel mehr. Und Heike fällt ihm dann ins Wort und sagt, Rüdiger, das Geld ist weg. Und Rüdiger meint, wie? Heike sagt, ja, ich dachte, du hast es mitgenommen. Er sagt, nee, habe ich nicht. Und währenddessen steht ihr Vater daneben Heike und sagt zu ihm, Papa, ich glaube, hier wurde eingebrochen. Der Vater meint dann, eingebrochen? Ja, Heike telefoniert dann mit Rüdiger weiter und sagt, das gibt's doch nicht. Und nachdem das Telefonat dann erstmal beendet ist, gehen die beiden, also der Vater und Heike, aus dem Haus und schauen sich um und gehen dann zu einem Lichtschacht. Und der Vater meint, dass dort ja alles durcheinander ist. Normalerweise sind dort Holzscheite immer schön sauber aufgeschichtet, auf einem Gitterrost über dem Lichtschacht. Der Vater meint dann, dass der Dieb wohl über diesen Schacht reingekommen ist und die Tür dem Rüdiger gar nicht kaputt gegangen ist, sondern die aufgebrochen wurde. Der Vater will an die Polizei verständigen, aber Heike lehnt das ab, weil diese glauben könnten, sie wolle die Versicherung betrügen. So wird es auf jeden Fall dargestellt. Dann weiter erklärt Heike, dass im Haus ja nichts durchwühlt wurde und der Vater meint daraufhin, dass der Dieb ja dann gewusst haben muss, wo das Geld war. Und dann will er wissen, wem sie alles von dem Geld erzählt hat. Das kann sie aber nicht genau sagen, da es schon ein paar Leute wissen. Daraufhin meint der Vater, dass Heike ja wohl etwas zu vertrauensselig ist. Der Vater bittet Heike dann,
noch einmal die Polizei anzurufen, aber sie lehnt es weiterhin ab, denn es könnte ja jemand sein, den sie kennt, was sie dann machen solle. Sie möchte sich erst alleine umschauen und der Vater meint, dass es nicht wirklich die beste Idee ist. Aber es bleibt wohl dabei. Ja, und irgendwann ist es wieder soweit. Es findet ein erneuter Einbruch statt. In der Darstellung sieht man dann einen Mann mit einer Taschenlampe auf dem Grundstück von Heike. Dazu erzählt dann Christian Baumann, der Sprecher, dass am Abend, während Heike noch unterwegs ist, erneut in das Haus eingebrochen wird und erneut über diesen Schacht. Der Darstellung wird dann zunächst wieder in die Zuckerdose geschaut, aber darin befindet sich diesmal kein Geld. Dann kommt Heike wieder und betritt über die Eingangstür das Haus und die in der Darstellung gezeigten zwei Täter befinden sich noch in diesem Haus. Als sie etwas hört, also die Heike, geht es in der Darstellung in einen Nebenraum, da sie vermutet, ihr Vater ist im Haus, nach diesem auch bereits gerufen hat. Die Täter fallen dann über sie her, in der Darstellung wird dann ein blaues Plastikseil gezeigt und dann wird die Darstellung so langsam ausgeblendet. Am nächsten Tag wird Heike tot von ihrem Vater gefunden. So, das war jetzt nochmal grob so der Fall, wie er dargestellt wurde. Und in den Artikeln heißt es dann, dass gut 33 Jahre nach dem Mord an Heike, die damals 28 Jahre alt war, im Frühjahr zwei Tatverdächtige ausfindig gemacht werden konnten. Und seit dem 11.07., da war der erste Verhandlungstag, wird den beiden dann der Prozess gemacht. Einmal ist das Peter W., der ist 60, und Petra G., die ist 62. Also ich habe noch keinen Hinweis gefunden, wann der zweite Verhandlungstag war oder ist, aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Ja, einmal zu Petra G., also die wird als winzige, zierliche Frau beschrieben, der man dann auf den ersten Blick keinen Mord zutrauen würde. Und die 62-Jährige sieht 10, wenn nicht 15 Jahre älter aus, als sie ist. Und in der Tat sieht sie sehr, sehr alt aus auf den Bildern. Ihr Gesicht ist vom Leben gezeichnet. Auf der Anklagebank sitzt eine verhärmte alte Frau mit dünnem Pferdeschwanz, dicker Brille und einer langen Halskette mit einem Kreuz. Die Bilder könnt ihr euch in den hinterlegten Links unter den Quellen in der Videobeschreibung anschauen. Sie hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert und will es auch im Prozess erst einmal nicht tun. Aber während der Anklage, also während die Anklage verlesen wird, schüttelt sie ununterbrochen den Kopf und dabei fließen dann Tränen über ihre Wangen. Peter W. ist scheinbar unbewegt und hört zu, was ihm vorgeworfen wird. Aber auch er plant nicht auszusagen. Die Indizien gegen die beiden sind erdrückend. Denn in der Wohnung von Heike und in ihrem Auto sind DNA-Spuren sichergestellt worden. Über 30 Jahre nach der Tat konnten die den beiden Verdächtigen zugeordnet werden. Zusammen mit einem Komplizen sollen sie die 28-jährige Dortmunderin brutal getötet haben. So schildert die Staatsanwältin Gülkit Yazir, was sich am Abend des 25. Februar 1991 zugetragen haben soll. Die drei Täter seien zwischen kurz vor 6:30 und 8 Uhr über einen Kellerschacht von der Gartenseite aus ins Haus eingestiegen, um Wertgegenstände zu stehlen. Der Dortmunder Peter W., der zuletzt in Espel gewohnt hat, habe ein Loch in das Türblatt geschlagen, seine Komplizin das Telefon aus der Wand gerissen. Als die Karstadt-Dekorateurin gegen 20 Uhr nach Hause kam und Arbeitsutensilien in ihrem Nähzimmer ablegen wollte, lief sie dort direkt ihren Mördern in die Arme. Um nicht aufzufliegen, hätten die drei beschlossen, Heike Köttin umzubringen, so die Anklage. Ein Täter habe sie noch im Nähzimmer gewürgt, ein zweiter mit einem Messer mehrfach auf die nichtsahnende Frau eingestochen. Stiche einer etwa 10 cm langen Klinge trafen Heike Köttin mehrfach in Hals und Brust. Als sie tot war, sei das Tätertrio mit der Beute, unter anderem eine Geldbörse, im Auto des Opfers nach Frankreich geflohen. Dort wurde der rote Fiesta erst 4 Monate nach der Tat gefunden. Spekuliert wurde schon früh, dass es sich bei den Tätern um Personen aus dem beruflichen Umfeld des Opfers handeln könnte. Hinweise darauf gab eine ältere Karstadt-Tüte, die offenbar im Lichtschacht gefunden worden war. Und trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten lange keine Verdächtigen ermittelt werden.
Fasern der Täterkleidung, die nach der Tat gesichert worden waren, wurden jetzt mit neuen Methoden auf DNA-Spuren untersucht. Die Ergebnisse führten zwar in Deutschland zu keinem Treffer, dafür aber in der Datenbank des österreichischen Bundeskriminalamtes. Die DNA passte zu der von Peter W. aus Dortmund, der in Österreich bereits aktenkundig geworden war. 3 Monate später wurde dann auch Petra G. in der Wohnung ihres Ex-Ehemannes festgenommen. Auch von ihr sollen DNA-Spuren gefunden worden sein. Laut Bild-Zeitung sogar unter den Fingernägeln der Ermordeten. Die DNA konnte der Mönchengladbacherin eindeutig zugeordnet werden, denn ihre Daten sind im System. Petra G. ist vorbestraft. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das alles für eine Verurteilung reicht. Es müssten erst einmal Mordmerkmale nachgewiesen werden, denn Totschlag wäre bereits verjährt. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, was mit diesem dritten Täter ist. Dazu habe ich jetzt aktuell keine Informationen. Ich weiß auch nicht, ob ich in den anderen Videos davor dazu irgendetwas hatte. Ich glaube aber nicht. Also es ist immer nur von den beiden hier die Rede. Es kann natürlich sein, dass der dritte Tatverdächtige eventuell schon tot ist, aber da muss ich nochmal genauer schauen, was da jetzt wirklich Sache ist. Also ich denke mir mal, dass es da auf jeden Fall noch Informationen zu geben wird. Die Eltern von Heike haben das Ganze übrigens nie richtig verkraftet. Sie sind nach Köln gezogen und dann gibt es zwei unterschiedliche Angaben in zwei Artikeln. Einmal heißt es, dass man auch nicht weiß, ob sie überhaupt noch in Köln leben. Und in einem Artikel heißt es, dass beide mittlerweile tot sind. Damit seid ihr dann im Fall von Heike Kötting auch erst einmal im Bilde. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber bei mir ist momentan ziemlich viel, was ich hier liegen habe. Ich wusste, dass auf jeden Fall im Juli der Prozess noch startet. Aber ich dachte, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass das so um den Zeitraum ist, wenn im Fall von Alexandra R. das Urteil gesprochen wird. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade erst gestern nach dem Fall von Heike geguckt. Denn gestern wurde ja das Urteil im Fall von Alexandra R. gesprochen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.